Wir haben viel vorbereitet mit den Transparenten und den Bannern, aber kurz vor Schluss noch unser schönes Lied, das nachher zu hören sein wird, um diese mutigen Menschen hier in Berlin zu begrüßen. Zunächst einmal werden wir sie ins Hotel bringen, dass sie sich ausruhen können. Und die aktiven Leute hier werden sich verteilen auf die beiden Plätze, wo heute Aktivitäten stattfinden. Das eine ist das Stadthaus Böcklerpark, wo ein Festival für Gewaltfreiheit stattfinden wird, mit der Beteiligung vieler Organisationen und künstlerischer Beiträge und Workshops. Und ich persönlich werde zur Humboldt-Universität fahren, weil ich dort mit einigen Leuten das Symposium für nukleare Abrüstung ausrichte, wo also unter der Beteiligung einiger hochkarätiger Teilnehmer eine Podiumsdiskussion zu diesem Thema stattfinden wird. Keine Bewegung.